Benjamin Guichard. Das war der zweite Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaft in Bern. Wie ist es gegangen? Also ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Ich konnte 4 Geräte machen und 3 ziemlich souverän. Ausser dem Pferd hat es etwas gekappert, aber sonst bin ich zufrieden. Und mit den Noten am Boden? Ja, es war 14,85, habe ich gesehen. Es war streng, aber es sind eigentlich alle ziemlich streng bewertet. Von dem her kann ich zufrieden sein. Also ist das so wie eine Art Wettkampfsimulation jetzt für dich hier? Ja, genau. Ich habe so ein bisschen die erste Vorbereitung halt für die EM, wenn ich gehen kann. Und natürlich auch die zweite Quali. Es wird entschieden, ob man gehen kann oder eben nicht. Jetzt, du hast es angesprochen, die Konkurrenz ist hart im Team. Hast du geschaut, was die anderen gemacht haben? Ja, mir hat sie mehr angeführt, aber nicht irgendwie geschaut und gesagt, oh Scheiße, der ist besser als ich oder so, überhaupt nicht. Wir sind mehr ein Team und wir arbeiten zusammen. Wir werden vor allem angeführt, führen alle anderen an. Von dem her haben wir einfach unsere Sache gemacht. Ja, und wie weit kommt ihr an der EM im Teamfinal? Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir wissen es nie, aber ich denke, Top 4 ist sicher möglich. Top 4, gilt das auch für dich für ein Gerätefinal? Ist das dein Ziel? Also mein Ziel ist eigentlich, wenn ich die EM gehen kann, dass ich in einem Gerätefinal bin. Und dann sehe ich, was sich ergibt. Ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Und wenn es wirklich klappt, für auf ein Podest oder so, bin ich natürlich extrem zufrieden. Aber das kann man nie im Voraus sagen. Ja, wie siehst du es? An welchem Gerät wirst du am besten sein, rangmässig? Ich denke, das wird Sprung sein oder Boden. Das sind so meine zwei Spezialgeräte. Jetzt, du bist Profi-Kunstturner. Wie wichtig ist für dich das Umfeld, ein gutes Umfeld? Also für mich ist das sehr wichtig, vor allem in halbem Training. Wenn wir da ein gutes Team haben und alle zusammenarbeiten, dann fällt das Training halt auch leichter. Weil wir arbeiten immer zusammen, oder? Das heisst, wenn es dir mal schlecht geht, kommt einer und fragt, hey, geht's, was hast du und so. Von dem her sind wir sehr gut. Ich arbeite sehr gut zusammen und dann hier mit dem Physio-Team kann ich auch sehr gut zusammen arbeiten. Ja. Ich habe jetzt gerade selber Probleme mit den Schultern. Ich kann zweimal die Woche in die Physio gehen, was natürlich optimal ist für mich. Und dann auch, ich wohne eigentlich mit allen Turnern zusammen im Schachmannhaus. Und wir haben dort ein super Umfeld und wir haben es gut miteinander. Von dem her ist das Umfeld sehr gut. Also nicht nur auf den Matten und an den Geräten, sondern auch nachher, wenn das Training ja, genau. Fertig ist. Ja, genau. Wir gehen manchmal auch zusammen etwas kochen. Ich habe etwas gegessen. Das gehört alles ein bisschen dazu. Okay. Du bist mit in deiner Sportkarriere. Könntest du dir vorstellen, nach Ende der Karriere als freiwilliger Helfer, als Volunteer bei Spitzensportanlässen selber zu helfen? Ja, ich denke, das ist sicher sehr interessant, wenn man so etwas machen kann. Und jetzt im Moment, nach meiner Karriere, wird ich auch sehr wahrscheinlich zuerst mal wenig Zeit haben, weil ich das Militär machen muss. Und ich möchte dort etwas studieren. Aber nachher, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, denke ich, das fängt so eine Sache. Gut, und du bist Berner, also du wohnst in Herzogenbuchsee über das Wochenende. Und jetzt du trainierst in Magli im Kanton Bern. Die EM ist in Bern. Wie wichtig ist für dich die EM? Also die EM ist für mich natürlich sehr wichtig. Mein Ziel war immer, dass ich dorthin gehen kann. Und jetzt, wenn es noch zu Bern ist, ist es natürlich sehr schön, weil alle Verwandten haben schon gefragt, ja, kannst du kommen oder kannst du nicht kommen. Alle Kollegen haben schon gefragt, ja, kannst du nicht. Und die warten alle noch ein bisschen mit Ticket kaufen, bis es eindeutig ist, weil sie möchten mich gerne halt mal schauen. Und ich denke, so eine EM zu Bern wäre natürlich optimal für sie. Also ich hoffe, dass es klappt mit dem Platz im Team und wünsche dir alles Gute für die restlichen Vorbereitungen. Merci vielmals.